Ja, servus Leute. Wir haben heute den 3. Mai und es wird langsam Zeit, auf die Sommerpushen umzuwechseln. Ich lasse heute also die Räder umstecken. Allerdings ist bei BMW, zumindest nach meiner Erfahrung, oftmals die Spur, zumindest an der Hinterachse, so verstellt, dass sich die Hinterräder innen sehr stark abfahren. Deshalb werde ich heute auch eine Achsvermessung mitmachen lassen und da nehme ich euch heute mal mit. Bevor es aber losgeht, für diejenigen, die sich fragen, wie ich zu dieser kühnen Behauptung komme, hier habe ich euch mal ein Foto mitgebracht von einem Vorderreifen von meinem ehemaligen BMW 435D nach einem Sommer ungefähr. Ihr seht, der hat noch ein gutes Profil. Hier sieht man die Verschleißanzeige, ne, das passt auf jeden Fall noch dicke. Und jetzt zeige ich euch mal das Hinterrad. Hier seht ihr also das Hinterrad, das hier ist die Innenseite und da ist das Profil komplett glatze, wie ich so schön zu sagen pflege, passt also zu meiner Kopfbehaarung bzw. ja nicht vorhandenen. Und genau das gleiche ist mir passiert mit dem E46 330 Ci, mit dem E92 330 XD und jetzt dann halt auch mit dem F32 435D. Und ich habe mir gesagt, mit meinem BMW i4 soll mir das nicht passieren, weil die Reifen sind natürlich auch teuer. Und deshalb lasse ich prophylaktisch jetzt nach rund 7.000-8.000 Kilometern mal die Spur vermessen. Da aber schon ein kleiner Spoiler vorweg. Das ging nicht alles problemlos vonstatten, das sehen wir jetzt aber im Video. Bevor ich jetzt aber zu der Werkstatt fahre, um das umstecken und vermessen zu lassen, fahre ich nochmal durch die Waschanlage. Sauber ist er nämlich nicht mehr. Und obwohl es ein Elektroauto ist, wir haben jetzt über den Winter doch auch ein bisschen Bremsstaub und sonstigen Staub eingesammelt. Nicht so viel wie beim Verbrenner, ganz klar. Aber dann sind die Felgen auch gleich wieder sauber und dann habe ich mit dem Putzen nicht so viel Arbeit. Wie ihr jetzt sehen könnt, erstrahlt der Biber wieder in neuem Glanz. Die Felgen sind jetzt auch halbwegs sauber. Ich gehe noch mal ums Auto rum, das mache ich immer, um zu gucken, dass auch keine Kratzer oder sowas entstanden sind. Aber soweit ich das beurteilen kann, sieht das alles gut aus. Er ist wieder schick. So muss das sein. Ja, und jetzt mache ich mich auf den Weg in die Werkstatt zum Räder umstecken und Spur vermessen. Auf geht's. So, ich bin kurz vor der Ankunft an der Werkstatt. Das ist auch das erste Mal, dass ich die jetzt anfahre. Mal sehen, wie da so die Erfahrungen sind. Und ich bin ein bisschen zu früh, also werde ich wohl ein bisschen warten müssen. Naja, ist halt so. So, aufgebockt ist er. Haben wir auch mal einen Blick unter das Auto. Sieht alles noch gut aus. Gut, er hat noch keine 8.000 Kilometer drauf. Mal gucken. Hinten hatte ich ja gedacht, ich hätte mal aufgesetzt. Man sieht aber nichts. Wunderbar. Na, seht ihr, Spurvermessung im vollen Gange. Die Werte bei 0,4 müssen die sein oder 0,5, kleine Toleranz. Und hinten die Werte, müssen die auch noch eingestellt werden oder passen die? Passen sie. Also hinten sind die Ja. Werte okay, weil ich hatte immer die Probleme bei den BMWs, die ich hatte, dass die Hinterachse immer die Innenseite der Räder abgelaufen ist einseitig. Das liegt aber eher am Sturz, der von Haus aus von BMW schon extrem viel Okay. ist. Und den haben wir hier halt echt fast identisch, ne? Und das ist in Ordnung. Okay. Bremsscheiben sind auch noch wie neu. Kein Rost, keine Riefen. Bremsbeläge auch gut. Hinten links das gleiche. Keine Riefen, kein Rost. Und Bremsbeläge natürlich auch noch wie neu. Vorne links. Kein Rost. Keine Riefen. Und vorne rechts das gleiche. Kein Rost, keine Riefen. Und Bremsscheiben natürlich auch wie neu. Also, dass sie so rostfrei sind, habe ich bei noch keinem Elektroauto nach dem Winter gesehen. Das freut mich. Und so sieht der Biber mal komplett ohne Räder aus. Schon lustig. Der Meister hat dann auch nach dem Vermessen, also und auch nach dem Räderumstecken, eine ausführliche Probefahrt gemacht, hat dabei leider feststellen müssen, dass das Lenkrad nicht ganz gerade steht. Das Problem ist, die Werkstatt bekommt eine neue Vermessungsanlage, kann dort dann auch 19 Zöller oder größere Räder vermessen, also wenn die am Auto montiert sind.
Die 18 Zöller waren aber getauscht und die 19 Zöller drauf und deshalb konnte man die Vermessung jetzt nicht nochmal korrigieren oder nachholen. Das hätte in dem Fall aber vermutlich auch keinen Erfolg gebracht, denn beim BMW muss man das Fahrzeug zusätzlich noch ans Diagnosegerät anschließen. Das habe ich dann auch erst im Nachgang erfahren, um da eine Nullstellung vorzugeben. Das wusste die Werkstatt jetzt auch nicht. Und Fehler passieren, kein Problem. Und der Meister hat auch gleich angeboten, wir vermessen es nochmal neu, wir stecken die Räder nochmal um. Also man war wirklich sehr bemüht. Und dann habe ich gesagt, so dringend ist es jetzt auch nicht. Wir warten einfach, bis die neue Vermessungsanlage da ist. Das hat sich dann doch wieder ein bisschen verzögert. Und dann hat die Werkstatt gesagt, wir haben eine befreundete Werkstatt, die können das vermessen, die haben eine entsprechende Anlage, fahren Sie dorthin. Da haben wir dann einen Termin vereinbart. Wie gesagt, Fehler können passieren. Es ist immer die Frage, wie geht man damit um? Hier waren wir ganz offen, hat eine Lösung gefunden, die für mich auch zufriedenstellend war. Und deshalb geht es jetzt in der anderen Werkstatt am zweiten Vermessungstag rund eine Woche später weiter. Ja Leute, es ist jetzt rund eine Woche später und ich bin auf einem Weg zu einer befreundeten Werkstatt, von der Werkstatt, wo ich die erste Vermessung habe machen lassen. Da ich jetzt am Wochenende Langstrecke machen muss, wird die Spur jetzt bei der befreundeten Werkstatt nochmal nachgestellt, weil das auch Einfluss auf den Spurhalteassistenten hat. Also das muss jetzt auf jeden Fall gemacht werden. Ich kann nicht über 1000 Kilometer mit dem schiefstehenden Lenkrad fahren. Und dann schauen wir jetzt mal. Rechts abbiegen auf Frankfurter Straße. Und da schauen wir jetzt mal, ob das Ganze klappt und diesmal dann das Lenkrad gerade steht. Daumen drücken. Ihr seht ja jetzt auch nochmal das Problem, das Lenkrad steht jetzt gerade. Ich befinde mich aber in einer Linkskurve, also da ist schon ganz gehörig was nicht richtig eingestellt. So, und jetzt fahre ich geradeaus und ihr seht, wie das Lenkrad steht. So, der BMW steht jetzt in der Werkstatt, die es nochmal mit der Spur neu einstellt. Und da habe ich jetzt auch erfahren, man muss wohl die Nullstellung beim Lenkrad programmieren, das ist also nicht mehr mit Festklemmen, sondern das ist alles nur noch elektronisch und das war wohl das Problem. Da bin ich ja froh, dass das jetzt behoben wird, weil auch die ganzen Assistenten hängen halt mit dran. Also auch die Vermessungsanlage ist hier schon was neuer und auch bei der Werkstatt, wo ich zuerst war, gibt es auch ein Update bei der Vermessung und dann sollte das dort auch kein Problem mehr sein. Ich darf jetzt sogar mal hier zeigen, wo das Problem liegt. Der Ritzelwinkel liegt jetzt bei 8,24 Grad und müsste aber bei 0 Grad liegen und das muss der Mitarbeiter jetzt einstellen. So, Carlo stellt jetzt mal das Lenkrad ein und dann gucken wir mal, wie sich hier die Anzeige verändert. Da sehen wir, wie sich der Winkel verändert, der 8,7, 8,6, minus 5,5. Jetzt sieht man, wie sich hier auch die Gradzahlen von der Lenkung verändern. Ne? Und findest du das besser, das neue System, oder war es früher einfacher zum Einstellen? Ja. Ich habe nichts gegen diese Elektroautos an sich. Technisch gesehen haben sie ihren Sinn und Zweck im Bereich Fulda-Stadt. Aber im Prinzip haben sie das Thema Langstrecke noch nicht zu 100%. Bist du den mal gefahren? Ich bin den jetzt noch nicht gefahren. Gell? Wenn du Lust hast, kannst du auch mal eine Runde drehen. Und ich glaube, ja, du wirst überzeugt sein. Ja, mit Sicherheit, gar keine Frage. Aber zum Beispiel, ich setze mich jetzt in mein Auto und fahre von hier aus nach Worms, hol was und fahre wieder her. So. Das kann ich mit dem Elektroauto. Worms, wie weit ist das von Kilometern? Das sind roundabout 300 Kilometer, wenn es so als richtig also ist. Eine Strecke mit dem im Sommer 130 auf der Autobahn kriegst du hin. Eine. Ja, da musst du da. Ja, hin und wieder zurück. Ja, das stimmt schon. Aber du stehst ja in Worms, holst was, ne? Genau. Und in der Zeit lädst du das Auto. Ja, wenn ich dann bei dem Kunden, den ich nicht kenne, auch noch eine Steckdose habe. Das wird kommen. Das wird kommen. Das wird kommen, ja. Jetzt sieht man hier auch mal die moderne Vermessungsanlage, da fängt schon an und wird gemessen. Ja, die moderne Technik. Die 37 plus, also einmal minus und einmal plus, das bedeutet im Prinzip, dass die Räder so zur Seite wegstehen. Okay. Also ist jetzt schon gut, dass wir es nochmal nachstellen. Okay. Und die minus 7 ist eigentlich auch verkehrt. Das heißt, durch das Anheben und durchs Absetzen vom Auto bei dem anderen Achsenstand verändere ich die Gucke. Da habe ich jetzt nur diese Gesamtspur, die stimmt ja auch nicht. Weil das Auto ja abgesetzt ist, das heißt, es verändert sich automatisch die ganze Zeit. Beim Einfedern. Und das ist dieser Punkt, wo du heutzutage, das ist wie wenn du einen Stromverbraucher suchst und du klemmst vorher die Batterie und willst dann Ampermeter zwischen. Ist vorbei. Ja, also der Strom ist weg. Ja. Das, was sich aufgehängt hat, löst sich und ist weg und du willst neu messen, hast du nichts. Also musst du es im eingebauten Zustand mit einem Ampermeter messen, was du direkt beim Fehler auftreten ansetzen kannst, ohne das Auto zu verändern. So, bist du zufrieden mit den Werten, die er jetzt anzeigt? Ja, man könnte jetzt hier noch ein kleines bisschen verändern. Weil ich an der Schraube drehe und wackel, und wenn ich nur am Reifen jetzt wackel,
Weil jetzt nur hier dran wackelt, verändert sich automatisch. Ja. Das ist also schon. Aber alles im grünen Bereich, ne? Ja, ja. Also wichtig ist, wir haben Druck auf der Achse. Und auf der Vorderachse sind wir gerade so im Toleranzbereich hier noch. Aber da kannst du nichts einstellen, dementsprechend lassen wir das alles so, wie es ist. Okay. So, der Carlo nimmt mich jetzt mal mit auf der Testfahrt, die der Kfz-Meister ja immer macht nach der Spurvermessung. Und dann sind wir jetzt mal gespannt, ob das Lenkrad gerade steht. Ich hoffe ja. Denken wir, das sieht ganz gut aus. Falsch haben wir schon mal nichts gemacht. Die Straße ist immer ein bisschen. Da hast du immer das Lenkrad ein kleines bisschen schief stehen, weil die Straße leichte Neigung hat. Aber da liegt alles ganz gut. Spur ist eingestellt, jetzt sollte alles passen. Und jetzt mache ich mal die erste Fahrt und schaue mir mal an, ob das Lenkrad gerade steht. Daumen drücken. So, also so auf den ersten Eindruck scheint es jetzt wieder so zu sein, wie es sein soll. Auch der Spurhalteassistent macht jetzt seine Sache wieder so, wie man das erwarten würde. Guck mal, ob er jetzt auch wieder sich fängt. Jawohl, jetzt hat er. Ah. Ja, er hat noch ein bisschen Probleme, der Spurwechselassistent. Müssen wir jetzt nochmal abwarten. Ich nehme an, der muss sich noch neu kalibrieren. Er fährt mir jetzt ein bisschen zu weit rechts. Da muss ich jetzt mal beobachten, wie das weitergeht. Aber das Lenkrad steht auf jeden Fall jetzt wieder gerade, so wie das sein soll. Und der Assistent, jawohl, er lenkt jetzt auch. Also ich habe ja mittlerweile mit dem Auto wieder Langstrecke gemacht und kann sagen, es funktioniert wieder alles einwandfrei. Lenkrad steht gerade, Assistenten funktionieren, also Daumen hoch an der Stelle. Sehen, war eine kleine Odyssee in Anführungszeichen. Ich möchte euch aber jetzt natürlich auch noch das Ergebnis der zweiten Vermessung noch zeigen. Da habe ich so ein Messprotokoll von Carlo bekommen. Da auch nochmal vielen Dank. Wir haben uns sehr nett unterhalten. Viele interessante Infos habe ich bekommen. Der Carlo fährt im Moment übrigens noch einen getunten 3 Liter Diesel mit ordentlich Bums. Kann ich nachvollziehen. Ich konnte ihn, glaube ich, noch nicht ganz zum Elektroauto bekehren. Aber wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich ihn weiter bearbeiten. Ne? Aber jetzt, wie gesagt, zum Protokoll. Das seht ihr jetzt hier. Wir haben also alles im grünen Bereich, bis auf die Lenkgeometrie. Da gibt es eine kleine Abweichung. Das ist minimal. Kann man vernachlässigen. Also jetzt passt alles. Es funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. So soll das sein. Wie gesagt, Fehler können passieren. Die Messeinrichtung des ersten Autoservice, die war halt nicht geeignet, um das Auto zu vermessen. Kann passieren und wenn man damit entsprechend umgeht, was in dem Fall gemacht wurde, dann passt das für mich. Ich habe alles in allem, also Radwechsel und ja gut, zwei Vermessungen, eigentlich habe ich 150 Euro bezahlt, passt für mich auch. Also von daher an beide Autoservice entsprechend Daumen hoch, vielen Dank. Und ich werde auf jeden Fall da wieder vorbeischauen, weil ich war zufrieden mit dem Ergebnis. Gut, da habt ihr also mal gesehen, bei neuen BMWs empfehle ich grundsätzlich immer eine Spurvermessung. Natürlich bei einem Autoservice, der auch die entsprechende Messeinrichtung dazu hat, die das vermessen kann, das Fahrzeug. Denn sonst kann es euch passieren wie mir, dass die Hinterräder an der Innenseite schon nach 6.000, 7.000 Kilometer abgefahren sind. Dann müsst ihr euch neue Reifen kaufen und das ist deutlich teurer als eine Spurvermessung. Ihr könnt ja nochmal unter das Video schreiben, was ihr von der ganzen Sache haltet. Ansonsten soll es das für das Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.